Ja, guten Tag, sehr geehrte Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Bender und ich begrüße Sie im Namen auch von Netflix Flat recht herzlich zum heutigen Webinar mit Oliver Najar. Das ist der Beginn oder der Start einer vierteiligen Webinarreihe zum Thema Markttechnik. Weitere Termine sind der 24.10., der 21.11. und der 12.12. Heute starten wir mit Teil 1. Marktvorbereitung und Screening der Märkte für den Intraday-Handel. Nein, Ja. tun wir nicht. Nein? Nein. Tun wir nicht. Da ist etwas quer gelaufen. Mir ist das auch schon aufgefallen. Wir haben heute die Trenderkennung, markttechnische Trenderkennung. Das steht auch Okay. in der E-Mail drin. Und das, was du gerade angekündigt hast, ist der zweite Teil. Okay, dann bin ich jetzt etwas überrascht, aber okay. Bevor wir jetzt mit dem anderen Webinar starten, noch ein paar kurze Hinweise zu den, nur ein paar Dinge zu den Risikohinweisen. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht unbedingt der von FX Flat entsprechen, wie wir gerade gemerkt haben. Ja? Ja, ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und übergebe jetzt das Wort an Oliver. Alles klar, vielen Dank. Dann mache ich erstmal mich zum. Jetzt darfst du. Genau, mache ich mal. So, genau. Wunderbar. So, man kann mich sehen, man kann mich hören. Gehe ich von aus. Richtig. So, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Hier zum Webinar. Kurz noch zur Aufklärung. Ist tatsächlich so, steht in der E-Mail drin, Trenderkennung für heute. Das Screening der Märkte für den Intraday-Handel, das machen wir das nächste Mal. Ist sowieso generell, wie schon angekündigt, eine Webinarreihe und da kann man sogar fast auf Wünsche eingehen. Wenn Sie also irgendeinen besonderen Wunsch haben, was dem Thema dienlich ist, dann können Sie uns sogar schreiben. Dann kann ich das in die anderen Webinare sogar noch mit einbauen. Gut, heute Thema Trenderkennung. Wir sind von dem einen oder anderen gebeten worden, das war so ein Wunsch per E-Mail, doch nochmal im Rahmen der Webinarreihe hier dieses Thema aufzugreifen und so ein bisschen mit leichter Kost zu versehen und nicht direkt irgendwie so auf der ganz hohen Schule einzusteigen. Und demjenigen, der sich gerade so diesem Thema nähert, sind ja nicht alle schon so lange dabei, da vielleicht mal ein Webinar dazu bieten, irgendwie, dass derjenige so das ein bisschen besser abgreifen kann, das Thema. Und was so, ich möchte sagen, jetzt mal so die grundlegenden Dinge dieser Sichtweise darlegt. Gut, bevor wir loslegen, für den einen oder anderen noch, mal das Gesicht zur Stimme. Mein Name ist Oliver Najar, ich bin Vollzeithändler, ich komme aus Düsseldorf. Ich bin generell diversifikativ markttechnisch orientiert unterwegs. Also mein ganzes Handeln und Tun unterliegt so einer markttechnischen Brille. Was das ist, das werden wir jetzt gleich mal so ein bisschen herleiten. Ich handle alle Produkte, alle Trendgrößen, was ist damit gemeint? Ich handle CFDs, ich handle Schwerpunkt viel auch Aktien, aber vor allem sehr viel Futures auch und das auf allen Trendgrößen, Schrägstrich Zeiteinheiten. Ich bin also eher, ich handle auch auf Tagesbasis, da laufen die Trades ein bisschen länger, bin aber auch vorwiegend im Intraday-Handel unterwegs, so auf den klassischen Märkten, die halt auch die Liquidität dazu bieten, DAX und Dow Jones, Nasdaq, Gold, Öl, Future, so in die Richtung. Da bin ich zu Hause. Also, weil ich die Zeit habe, bin ich da auch viel im kurzfristigen Handel unterwegs. Da hängen die Früchte, wenn man sie erkennt, relativ tief. Was mache ich noch? Ich gebe auch neben diesen Webinaren hier auch Coachings, 1:1-Coachings oder auch wie jetzt im Dezember auch ein Seminar hier in Düsseldorf. Wer da Interesse hat, dem sei jetzt hier mal meine E-Mail gereicht. Da kann man auch im Nachklang, wenn man jetzt mal generell irgendeine Frage zu irgendeinem Thema hat,
mich eigentlich immer erreichen. Dann sei noch auf eine Facebook-Gruppe hingewiesen. Das ist auch ganz interessant. Da zeigen ehemalige Coaching-Teilnehmer von mir, was sie so mittlerweile können, was sie so machen, was sie so für Trades auf die Beine stellen. Und das Ganze natürlich mit einer gewissen Portion Fachlichkeit und Sinn. Und dort werden Fragen gestellt zu Handelsplattformen, zu Märkten, zu Trades oder sonstigen irgendwie. Das macht auch immer ganz, ist immer ganz sinnhaft, da mal reinzuschauen für den einen oder anderen, der sich für dieses Thema sehr interessiert. Das ist also auch ganz interessant. Gut. Wie soll es sein? Wie soll es werden? Ziel dieses Webinars ist erstmal, ich hatte es gerade einführend gesagt, grundlegend mal einen Einblick zu geben in diesen markttechnischen Handel und in dessen Funktion. Also die Grundidee möchte ich hier mal erläutern. Der Zeit natürlich geschuldet. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ich habe das Gefühl, ich bin 12 und habe Mumps. Irgendwie mir tun die Ohren weh. Ich bin ein bisschen erkältet. Mein Sohn hat mir irgendwas mitgeschleppt aus dem Kindergarten. Wir sind hier zeitlich logischerweise eine Stunde unterwegs. Da kann man nicht sämtliche Themen in der Tiefe logischerweise beleuchten. Da kann man hier immer nur so einen Ausschnitt nehmen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Und dann gucken wir mal zu Beginn von Folien hergeleitet immer mehr in den aktuellen Markt rein bis hin zum Schluss. Dann packe ich die Folien weg und dann gucken wir mal in den aktuellen Markt rein, wie sich das da so gestaltet. Das machen wir und dann gucken wir auch später mal, wie vielleicht der Computer einem zur Hilfe gehen kann, um bestimmte Trends und Sichtweisen herzuleiten. Und Ziel logischerweise soll es auch sein, für den einen oder anderen, der jetzt nicht ganz am Anfang steht, vielleicht mal einen Gedankenanstoß mitzunehmen für zukünftige Handelsentscheidungen. Der Rest, der da steht, den ignorieren Sie jetzt mal. Das sind Informationen für ein anderes Webinar bzw. Seminar. Gut. Wir machen zum Schluss noch eine Fragerunde. Sie können aber auch zwischendurch Fragen rein. Sie können aber gerne noch zwischendurch eine Frage reinschmeißen. Wenn das jetzt gerade so thematisch passt, dann würde ich die auch aufgreifen und dann direkt mit verarbeiten. Gut, fangen wir an. Die Markttechnik versucht, Märkte in Trends einzuteilen und dem Markt dadurch eine gewisse Ordnung und Struktur zu geben, an dem sich der Händler orientieren kann. Wenn man so vom Chart sitzt, dann vor allem sind ja auch zeitbasierte Charts, dann ist es oftmals so, dass ein großes Fragezeichen aufgeht. Und was haben wir jetzt hier vorliegen? Haben wir jetzt überhaupt einen Trend? Und wenn ja, in welche Richtung? Oder haben wir eher eine Seitwärtsphase etc.? Und die Markttechnik versucht tatsächlich so eine Grundstruktur reinzubringen, um dem Ganzen irgendwie ja so eine Art Rückgrat zu geben, um basierend auf dieser Struktur Handelsstile, möchte ich sagen, abfeuern zu können, sprich also konkrete Trades initiieren zu können. Stellt sich also jetzt erstmal generell grundsätzlich von vornherein die Frage, was ist denn überhaupt ein Trend? Was definiert einen Trend als Trend? Und fangen wir direkt an. Dieser Pfeil soll jetzt mal stellvertretend für einen Markt stehen, der jetzt gerade nach oben gehandelt wird. Und um die Frage zu beantworten, was ist ein Trend, also wann ist der Trend initiiert aus markttechnischer Sicht, sei gesagt, dass nur weil ein Markt halt rauf geht, selbst wenn er stark steigt, dies nicht bedeutet, dass eben ein Trend vorliegt. Das ist eine sehr wichtige Information, die oftmals, na, ich sag mal, dazu führt, der Anfänger wird oft verleitet, schnell drauf zu drücken. Vielleicht kennt der eine oder andere das ja, irgendwie der Markt zuckt in eine Richtung oder macht vielleicht sogar einen richtigen Move und man drückt dann drauf und ja, hofft, dass es halt weitergeht. Und das allerdings, dieses pure Ansteigen eines Marktes ist noch kein Trend. Nur weil ein Markt steigt, wie gesagt, reicht es nicht. Selbst wenn ein Markt wieder fällt, wie in dem Fall, haben wir immer noch keinen Trend definiert. Er muss also steigen, der Markt. Und er muss also nicht nur ein wenig steigen. Also ein leichtes Anstiegen reicht nicht aus, sondern er muss, um einen validen Trend zu definieren, über seinen letzten Hochpunkt hinausgehen. Das heißt also, hier jetzt erst
hätten wir die Definition für einen validen markttechnischen Trend. Wir haben also einen Anstieg, der Markt fällt, er hinterlässt uns einen Hochpunkt, er fällt, er steigt erneut an, geht über diesen Hochpunkt hinaus und initiiert damit einen Tick, einen Pip, einen Euro, was weiß ich, über diesen Punkt hier einen Trend. Und dann kann ich auch diesen Trend bezeichnen in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass ich sagen kann, das hier ist eine Bewegung, das ist eine Korrektur und das ist wieder eine Bewegung. Märkte, und das ist sehr wichtig, bewegen sich schwerpunktmäßig in irgendeiner Form in Trends. Das ist so. Warum? Weil Märkte sich nicht, das ist ganz wichtig, linear bewegen. Was meine ich damit? Nur mal bildlich hergeleitet. Es gibt keine Märkte, eine Aktie steigt jetzt nicht in einem von 10 Dollar auf 100 Dollar, fällt wieder von 100 auf 10 und steigt wieder auf 100. Das kommt ja sehr, sehr selten vor, sondern dazwischen sind halt immer wieder Strukturen vorhanden. Das kommt eben, weil Märkte gehandelt werden, kaufen und verkaufen. Und dort bilden sich halt bestimmte Strukturen ab und die ergeben dann halt dementsprechend Trends. Also Märkte bewegen sich in Trends, muss sie halt greifen können, man muss sie halt lesen können. Und hier haben wir jetzt mal so einen Trend definiert. Im Rahmen des, ich möchte sagen, Lernprozesses gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und bezeichnen diese Hochpunkte als auch Tiefpunkte noch mit den Kennzeichnungen 1, 2 und 3. Was meine ich damit genau? Der Beginn eines Trends wird meistens mit einer 1 gekennzeichnet. Der Markt macht halt einen Hochpunkt. Der Markt geht runter in die Korrektur. Er hinterlässt uns ja diesen Hochpunkt. Er steigt erneut an und geht durch diesen Hochpunkt durch. Und in dem Moment, wo er dieses tut, bezeichnen wir diesen Hochpunkt, ist diesen Blickwinkel der Markttechnik als Punkt 2 und hinterlässt uns auch in dem Moment, wo er durch das Hoch durchgeht, so ein Punkt 3. Und diese Dinge können wir jetzt sozusagen erst nachdem er tatsächlich diesen Hochpunkt rausgenommen hat, auch dementsprechend so kennzeichnen. Das hier vom Schema her ist jetzt nicht so die große Kunst. Generell ist das intellektuell jetzt nicht irgendwie die mega Herausforderung, das ganze Thema an sich. Aber wie sieht das in der Realität aus? Wie sieht das am Markt aus? Das sind Folien, da lernt man. Kann man klar sicherlich auch dran lernen, aber die werfen kein Geld ab. Wie sieht das am Live-Markt aus? Am Live-Markt sieht das so aus, also dieses Grundszenario eines Trendes mal am Chart dargestellt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Mit den Kennzeichnungen 1, 2 und 3. Sie sehen hier jetzt eine Aktie, die COP, glaube ich, ist es. Ja, ist auch egal. Und die Aktie bildet hier jetzt in dem aktuellen Verlauf einen Trend auf. Wir sind auf einem 10-Minuten-Chart, kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir sind auf einem 10-Minuten-Chart und der Markt macht jetzt hier sozusagen, der kennzeichnet durch Bewegung, Korrektur, hier lange grüne Kerze, durch den Punkt 2 durch, einen Trend. Der Trend ist initiiert und jetzt geht der Markt in eine Korrektur, wieder lange grüne Kerze, durch Punkt 2, bumm, geht das Ding da durch. Und macht halt eine Bewegung, Korrektur und so weiter und kennzeichnet halt diesen Trend. Das Ganze logischerweise nur einmal fürs Bildliche, damit wir das auch haben, gibt es auf der Short-Seite. Auch hier links das Schema, rechts mal der Live-Markt und das, also der Markt, so wie er sich dann tatsächlich in der Realität zeigt. Die Schwierigkeit, wie gesagt, gerade schon eingangs so erwähnt, ist immer dieser Transfer von dem Linken auf das Rechte. Werden wir gleich nochmal schauen. Ich habe noch ein paar andere Folien, wie das Ganze so generell aufgebaut ist. Gut, bis hierhin, soweit, so gut. Wie ist das jetzt bei mir, wenn ich jetzt morgens den Rechner anschalte und handeln möchte? Dann ist es eben so, dass ich natürlich auch nach Trends Ausschau halte und zum Beispiel so einen Trend jetzt sehe. Jetzt wieder mal zurück zu einer Folie. Wenn ich morgens den Rechner einschalte und so diesen schematisch dargestellten Trend jetzt hier sehe und ich möchte diesen handeln,
Und auf diesem Trend soll mein konkreter Einstieg stattfinden, als auch mein konkreter Ausstieg. Und auch das komplette Trade Management, also Stop Management, dann bezeichnen wir diesen Trend grundlegend als Signallage. Warum? Signallage, wo kommt das Wort her? Im Rahmen dieser Herangehensweise, also grundsätzlich sitzen Sie meistens auch vor Ihren Charts, das sind zeitbasierte Charts, das sind Candles, also Kerzencharts, in der Regel wohlgemerkt, nicht alle, aber die meisten werden wahrscheinlich genau diese Form wählen, das ist auch völlig okay. Und das Wort Signallage kommt daher, dass Sie in der Regel auf ein Signal, was eben diese Trendgröße Ihnen aufweist, in dem Moment reagieren. Und daher kennzeichnen wir das im Handel als Signallage. Das heißt also, diese Trendgröße, es gibt verschiedene Formen der Signale. Eines hatten wir jetzt gerade, gehe ich mal ganz kurz zurück. Geht der Markt durch so einen P2, wäre dies eine Form, die es gibt, dass der Markt dir jetzt sozusagen als Händler sagt, es ist soweit, wir initiieren einen Trend, das Signal ist gegeben und man könnte hier oben an eine, man könnte, man muss nicht, einen Trade initiieren und den Stop dementsprechend unter die letzte drei legen. Und den Trend dann dementsprechend handeln. Es gibt aber auch verschiedene Formen der Signale. Das können wir jetzt hier zeitlich nicht abfrühstücken, was es dann noch so alles gibt. Da gibt es viele schöne, sehr clevere Dinge, die man anwenden kann, fernab von so einem klassischen P2. Wenn ich also Ausschau halte nach einer Signallage, dem Ort der Spekulation, und dort mein Einstieg, Ausstieg als auch mein Stop-Management drauf abfahren möchte, dann ist das sicherlich erstmal nicht schlecht, leider aber nicht genug. Was meine ich damit? Der Anfänger ist sehr signallastig, der kommt halt irgendwie an den Markt, er sieht halt in irgendeiner Form, was auch immer er sich für Signale sozusagen zurechtgelegt hat, irgendwo eins, beißt meistens in die erste Wurst, die der Markt ihm hinhält. Sprich, er geht long oder short und vergisst dabei die Signallage in einen höheren Kontext oder dieses Signal, was er dort handelt, in einen höheren Kontext zu setzen. Was meine ich damit? Ich selber, wenn ich sozusagen morgens jetzt irgendwo einen Trend sehe, dann ist es nicht so, dass ich direkt darauf einspringe, sondern mir sozusagen so eine Art, ja, nennen wir es Erlaubnis oder Sinnhaftigkeit vorher abhole. Und zwar, ich setze diese Signallage in den Kontext einer größeren Trendgröße. Es ist das Wort Trendgröße gefallen. Was ist eine Trendgröße? Die Markttechnik, hatte ich ja gesagt, versucht den Markt in Trends einzuteilen. Da sind sie. Wir gehen, wie gesagt, später auf die anderen, also mal richtig in die Schemata, von den Schemata hier weg in den Markt und dann kann ich Ihnen das zeigen. Die Markttechnik versucht halt die Märkte insgesamt in Trends einzuteilen, wie eingangs erwähnt. Und die Kunst darin ist es, diese Trends, das sind in der Regel vier Trends, das ist ganz wichtig. Da gibt es auch da draußen sehr viele, möchte ich sagen, Videos und ja, viele Dinge irgendwie, die sich um dieses Thema drehen. Und da hört man immer wieder unterschiedliche Dinge. Seien Sie versichert, es sind vier mit einem Sternchen. Es gibt auch Märkte, da schiebt sich gerne mal eine fünfte Trendgröße rein, aber in der Regel sind es vier Trendgrößen. Warum ist das so? Nicht, weil ich das als Oliver Najar sage, sondern weil es die fachlichen Gegebenheiten sind. Dazu müsste ich Ihnen jetzt erläutern, was ist überhaupt ein Kassamarkt, was ist ein Terminmarkt, wie sind die beiden miteinander verknüpft, warum muss man das als Händler wissen, das kann ich natürlich hier jetzt, wie gesagt, auch der Zeit geschuldet, nicht abfrühstücken, das Thema, das macht man auch eher, wie gesagt, in einem Coaching beziehungsweise in so einem Seminar. Aber lassen wir es mal da so weit stehen, es sind in der Regel vier Trendgrößen. Und wenn ich jetzt handeln möchte, dann bin ich dazu verpflichtet, diese Trendgröße, die Signallage, auf der ich
ja, konkret meinen Handel eingehen möchte, in den Kontext einer größeren Zeiteinheit, Schrägstrich, einer größeren Trendgröße, Schrägstrich Zeiteinheit zu setzen. Das heißt also, zu Beginn ist man sicherlich noch zeiteinheitenlastig, genauso wie man signallastig ist zu Beginn. Der professionelle Handel, dem sind Zeiteinheiten eigentlich generell egal. Der formuliert diese Themen Zeiteinheiten eher mit den Bezeichnungen von Trendgrößen. Wie viele Trendgrößen gibt es? Eben vier, manchmal auch fünf. Und die nennen wir halt von oben nach unten oder von unten nach oben, wie Sie es wollen, einfach ganz schlicht groß, mittel, klein und kleinst. Wenn ich jetzt also meine Signallage in den Kontext einer übergeordneten Trendgröße setzen muss, dann ist es eine Verpflichtung, sorry, ist der Ton weg? Oder bin ich noch da? Wieder da, alles klar, gut. Wenn ich jetzt also eine Signallage handeln möchte, dann bin ich ja verpflichtet, diese Signallage in eine sinnhafte Verortung, was den Chart angeht, zu setzen. Und diese sinnhafte Verortung, also die Sinnhaftigkeit, ob ich diesen Trade machen soll, die beantwortet mir, wie gerade gesagt, schon die übergeordnete Trendgröße. Und die Grundidee also der Markttechnik besteht aus diesem Bild. Ich möchte diese Trendgröße, also die übergeordnete Trendgröße haben. Und die soll meine Großwetterlage darstellen. Das eine, was wir gerade hatten, ist also die Signallage. Dort wird der Trade initiiert. Sprich auf diesen kleinen weißen Trend. Und diese ganze Nummer soll, wenn möglich, bitte dort abgefeuert werden, wo die Chance, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Markt sich auf dieser Trendgröße, auf der ich unterwegs bin, auch möglichst lang macht. Dass ich nominal, monetär, wie man es auch immer formulieren möchte, auch dementsprechend Punktespannen aus dem Markt ziehen kann. Und die Großwetterlage ist genau der Ort, die mir die Frage beantwortet, ist das sinnhaft? Ja? Also die Sinnhaftigkeit wird dort beantwortet. Was suchen wir? Was wollen wir? Das ist jetzt hier Schemata, das ideale Bild. Ich möchte also eine Großwetterlage haben, eine übergeordnete Trendgröße, die, wenn möglichst, in der Korrektur steht. Der grüne Trend steht also in dieser Korrektur, wie eingangs beschrieben. Und untergeordnet soll jetzt der Trend mir ein Signal liefern, den ich dann handle. Und dann möglichst bitte auch dementsprechend, ich lasse jetzt mal den Faktor Zeit weg, nicht lange laufen, aber möglichst nominal so ablaufen, dass er, wie gerade auch schon erwähnt, mir halt Geld in die Kasse spült. Ob das Ding jetzt hier lange läuft oder kurz läuft, das bestimme ich ja sozusagen eingangs hier schon, auf welcher Trendgröße ich generell unterwegs sein möchte. Es ist also so, dass wenn ich handle, ich nicht nur eine Signallage brauche und eine passende Großwetterlage, sondern ich muss von vornherein auch klar haben, ist die Trendgröße, die ich mir ausgewählt habe, zeitlicher Natur, auch die Trendgröße, die ich betreuen kann. Die meisten, die kommen abends von der Arbeit, haben ein paar Minuten Zeit oder eine Stunde oder zwei und wollen einen Börsenhandel machen. Und in der Regel ist es so, dass die meisten irgendwie so auf einem 5- oder auf einem 10-Minuten-Chart traden, wenn sie jetzt so ein bisschen eher mehr so diesen Trading-Gedanken verfolgen. Und dann aber da schon einen Fehler machen, nicht nur, dass sie meistens nur auf eine Signallage schauen und weniger auf eine Großwetterlage, also da ist der Kontext noch nicht so hergegeben, sondern sie bringen zu wenig Zeit mit, um eine kleine Zeiteinheit zu handeln. Am Anfang denkt man immer, ich habe wenig Zeit, also muss ich auf diesen kleinen Nummern rumtouren. Das ist sehr schick, das ist sehr gut, da kann man gutes Geld mit verdienen,
Wie gesagt, können Sie mal gucken, was so der ein oder andere mittlerweile da so rausholt in dieser Gruppe. Fakt ist, und das auch duplizierbar rausholt, das sei auch noch mitgeschickt, aber Fakt ist, der ein oder andere, der im kurzfristigen Handel unterwegs ist, weil das ja nun mal auch so die Eintrittspforte ist, die meisten fangen nicht unbedingt auf einem Tick-Chart an oder auf einem Minutenchart, die meisten fangen aber auch nicht unbedingt auf dem Tageschart an, sich für Börse zu interessieren, sondern es ist irgendwie so hier, so diese 5, 10, 15-Minuten-Nummer. Und da ist es oftmals so, dass die Leute eben schlichtweg zu wenig Zeit mitbringen. Das hat was mit verschiedenen Themen auch zu tun, die jetzt wiederum aufgehen. Die können wir nicht abfrühstücken. Ein Stichwort sei gesagt, wenn ich einen Trade mache, kann ich ausgestoppt werden. Und jetzt kommt die Fachlichkeit. Was passiert danach? Gucke ich nur zu oder mache ich weiter, wenn der Markt auch weitermacht? Stichwort Wiedereinstieg. Und wenn ich dafür keine Zeit habe, dann bin ich auf einer falschen Trendgröße unterwegs. Gut, gehen wir hier hin. Kleinen Augenblick. Möchte also einen übergeordneten Trend haben, einen untergeordneten Trend haben. Und jetzt kommen wir wieder zur nächsten Problematik, nämlich die Charts befinden sich in einer ständigen Veränderung. Ein Chart ist kein in Stein gemeißeltes Bild. Sie werden gehandelt. Und wenn ich jetzt versuche, im Grunde genommen eben dieses Bild, was ich brauche, zu finden, und dann auch noch auf einem Vehikel, was sich ständig in so einem morphologischen Prozess befindet, in einer ständigen Veränderung, dann ist es, ja, ich möchte sagen, nicht, es ist auf gar keinen Fall unmöglich, aber es ist halt schwierig, vor allem zu Beginn. Märkte befinden sich halt in einer ständigen Veränderung. Und da brauche ich erstmal die richtige Wahl der zeitlichen Nähe. Also was ist so mein Ding, was kann ich gewährleisten? Und mir muss es halt gelingen, die Signallage, auf der ich rumturnen möchte, in den Kontext einer übergeordneten Trendgröße zu bringen. Wenn ich also als Beispiel, jetzt nur so als Beispiel, die Minute handeln möchte, dann ist die übergeordnete direkte Trendgröße eben meine, in dem Fall 10-Minuten-Nummer. Wir hatten das ja in der anderen Folie schon als kleinen Trend beschrieben. Das ist der große, der Tageschart. Der 60-Minuten-Chart ist der mittlere, das ist der kleine, das ist der kleinste. Wenn ich also hier auf der zum Beispiel Minute unterwegs bin, dann wäre die direkte übergeordnete Trendgröße die 10-Minuten-Nummer und nicht irgendwie die 60 Minuten. Jetzt gibt es aber den einen oder anderen, der sagt, ey, guck mal, ich habe hier einen Aufwärtstrend. Der steht sogar in der Korrektur auf der Stunde. Ich habe hier auch einen Aufwärtstrend, der hat mir sogar ein Signal gemacht. Lass uns den doch handeln. Dann passiert nämlich etwas, was ich hier unten schon hingeschrieben habe. Das ist auch etwas, was vielen gar nicht auffällt, während sie es tun, weil es nicht unbedingt zu Minustrades führen muss, dass man eben Trends überspringt. Und dann kommt man in so eine Situation, wo man klar vielleicht auch mal ein Minus abkriegt. Oder eben auch, dass man merkt, dass die Märkte, also dass die Ebene, die Signallage nicht so richtig anläuft und nicht genügend Punkte abwirft, also dass man nicht monetär genug rausholt, eben weil man gar nicht realisiert hat, dass man vielleicht eine Trendgröße übersprungen hat. Das heißt also, das darf uns nicht passieren. Hier ist auch nochmal schematisch dargestellt, wie so diese Verschachtelung insgesamt ist. Der Markt hier auf Tageschart macht einen Aufwärtstrend. Wenn ich diese letzte Geschichte, die letzte Bewegung hier aufklappe, dann würde ich diesen untergeordneten Trend sehen. Das wäre ja diese 60-Minuten-Nummer. Der wiederum, dieser Trend, der sich jetzt hier hochschraubt auf 60 Minuten, steht in der Korrektur. Es geht also gerade darunter. Würde ich das aufklappen, würde ich diesen untergeordneten wiederum sehen. Eben den 10-Minuten-Chart, der sich da so runterschraubt in einem Abwärtstrend. Der wiederum zum Schluss wieder in einer Korrektur steht. Da fängt es auch schon an, dass es so ein bisschen tricky wird, vor allem später im Live-Markt. Und das wiederum aufgeklappt, logischerweise untergeordnet wäre jetzt in dem Fall hier ein Aufwärtstrend. Es ist also so, dass ich eben nicht, sobald ich irgendwo ein Signal habe, auf der Zeiteinheit/Trendgröße
die ich für wichtig und richtig erachte, sobald ich dort ein Signal habe auf der Signallage, dass ich dann draufdrücke, sondern ich möchte immer das Ganze in den Kontext einer übergeordneten Trendgröße setzen. Und das ist halt eben das ideale Bild. Nochmal ganz kurz. Was ist das ideale Bild? Das ist das Bild, was wir eher nicht wollten. Okay, weil wir sind hier schon relativ weit gelaufen. Hier noch untergeordnete Trends. Ja, ich möchte sagen, zu suchen kann schwierig werden, weil der Markt halt da schon weit in der Bewegung steht und noch nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder abdriften kann und wird und dann auch die Korrektur auf dieser übergeordneten Trendgröße einleitet. Das spricht also, diese Signallage geht kaputt und geht runter in die Korrektur. Und ich möchte ja, wenn ich Geld auf den Tisch lege, im spekulativen Sinne, ein vernünftiges Payout haben. Was ist ein vernünftiges Payout? Nur mal so schematisch dargestellt, damit ich den einen oder anderen mitnehmen kann. Wenn ich also einen Trade mache, gehe nochmal zurück, hier auf diese Folie. Wenn ich also einen Trade mache, auf einer Signallage, die sich sinnhaft einbettet, dann versuche ich, eben weil der Einstieg, der Ausstieg und das komplette Stop-Management auf dieser Ebene stattfindet, möglichst mit einem Low-Risk-Trade dem Ganzen sozusagen zu begegnen. Ich möchte wenig riskieren, möchte aber allerdings logischerweise, das wollen wir alle, das Maximum raushauen. Das bedeutet, ich möchte, wenn ich jetzt beispielhaft 100 Euro auf den Tisch lege für einen Trade und die riskiere, 200, 300 Euro Minimum an Return haben. Wenn ich jetzt allerdings eine Kombination wähle, Großwetterlage, Signallagentechnisch, die jetzt so aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, es kann immer noch aufgehen, ja, aber ich versuche halt so viel wie möglich auf meine Seite zu ziehen, dass diese Nummer aufgeht. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, als wenn Sie jetzt halt den Trade suchen vor dem Hintergrund einer Großwetterlage, wo Sie hier aus dieser Korrektur heraus die ganze Nummer nach oben handeln. Gut. Das Schema dürfte klar sein. Jetzt würde ich gerne kurz fragen, gibt es bis hierhin erstmal Fragen oder irgendwelche Unklarheiten, irgendeinen Wunsch der Wiederholung oder passt das soweit? Warten wir mal so 2, 3 Sekunden. Passt. Sehr gut, wunderbar, passt. Okay, gut. Ziehe ich einfach weiter. Ich werde, wie gesagt, ab und zu mal ein Auge nach rechts auf meinen anderen Bildschirm, wenn da irgendwie eine Frage reinkommt oder sowas. Ich gerade hier jetzt bei dem Thema, jetzt wird es ein bisschen, ich möchte sagen, knuspriger. Ich verliere ungern den einen oder anderen gedanklich. Ich würde sie dann wieder an Bord holen. Aber wie gesagt, ich gucke rein, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach schreiben. Gut. Also, bis hierhin, Großwetterlage, Signallage. Wie sieht jetzt der Profi den Markt? Das ist ja die große Frage. Das ist ja auch das, was so viele beschäftigt da draußen. Ach, ich hätte ja gern jetzt jemanden, der neben mir sitzt, beziehungsweise aus welchem Blickwinkel sieht der professionelle Händler den Markt. Also, zunächst erstmal, das mag sein, dass ich sehr professionell bin und das auch schon seit vielen Jahren mache. Nichtsdestotrotz habe auch ich mich bestimmten Gegebenheiten unterzuordnen. Was meine ich damit? Ja, ich handle sicherlich an der einen oder anderen Stelle Positionsgrößen, die sind groß für den einen oder anderen, aber ich wiederum bin auch nur Teil dieses ganzen Spektrums hier. Und da draußen gibt es Leute, für die sind wir alle einfach sehr klein. Ja, und das ist auch nicht schlimm. Wir sind halt, sage ich jetzt mal, in unserer Kapitaldecke, der eine mehr, der andere weniger begrenzt. Aber da draußen gibt es Leute, die sind in der Lage, Märkte zu bewegen, und zwar nachhaltig zu bewegen. Bewegen kann jeder von uns einen Index, selbst ich,
ein Tick, zwei, fünf, drei, vier Ticks, die kriege ich auf jeden Fall bewegt, wenn ich das machen würde. Das wird überhaupt sinnlos sein, aber das macht keinen Sinn. Brauchen wir auch gar nicht drüber zu sprechen. Aber Fakt ist, es gibt da draußen Marktteilnehmer, die sind von ihrer Buying Power in der Lage, nachdrücklich und nachhaltig Märkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Und es ist interessant, wie die Märkte sehen, weil nur wenn ich diese Handel, also diese Marktteilnehmer, das sind Marktteilnehmer unterschiedlichster Couleur, wenn ich die mit in meinen Handel mit einbaue und weiß, wo diese Marktteilnehmer agieren und wie sie wo agieren, dann kann ich an bestimmten Bewegungen partizipieren. Und das ist eines der Kerndinge, die man verstehen muss. Ich kann nur Geld verdienen, wenn der Markt sich bewegt. Bewegt er sich nicht, also Beispiel, ich gehe in irgendeinem DAX zum Beispiel long und in dem Moment passiert, also würde er sich nicht bewegen, kann ich kein Geld verdienen. Ja, irgendwie. Was muss also passieren, dass ein Markt sich bewegt? Es muss Marktteilnehmer geben, die bereit sind, über eine bestimmte Orderform, auch das lasse ich jetzt hier weg, das würde zu weit führen, Märkte zu kaufen oder eben zu verkaufen. Und über diese bestimmte Orderform wird halt im Orderbuch auf der einen oder anderen Seite, nennen wir es Aggressivität, mit Aggressivität zum Ausdruck gebracht. Ich bin jetzt hier Käufer und ich kaufe dementsprechend so viel, dass ich bereit bin, auch zu höheren Kursen immer weiter Market zu kaufen. Und diese Marktteilnehmer, warum auch immer, das spielt auch gar keine Rolle, warum sie kaufen oder verkaufen, bewegen eben Märkte, weil sie halt eine Volumina-Größe handeln, die Märkte in Bewegung versetzt. Und diese Händlerschaft hat, die unterteilt sich, da gibt es spekulativ orientierte Händler, so wie wir das alle tun, wir sind alle Spekulanten, selbst wenn sie mit Markttechnik gar nichts am Hut haben, gibt ja auch andere Sachen. Nichtsdestotrotz sind sie spekulativ unterwegs. Und es gibt noch unabhängig davon sehr viele andere Marktteilnehmer, die ebenfalls große Volumina handeln. Die sehen es aus einem komplett anderen Blickwinkel. Und nichtsdestotrotz, es gibt bestimmte Stellen, da tun sie alle dasselbe. Und dann entsteht Bewegung. Und diese Bewegung, die versuche ich tagtäglich an der einen oder anderen Stelle sozusagen einzufangen, weil ich eben weiß, was im Orderbuch dann passiert, in der Regel passieren sollte. Und ich auch weiß, wie ich mich dann dementsprechend low-risk-technisch zu positionieren. Jetzt möchte ich einmal Ihr Augenmerk auf den rechten Chart lenken. Also es ist beides derselbe Markt, es ist Gold. Das ist der Gold-Future von heute Morgen. Ich habe diese Folien jetzt zum Schluss noch relativ frisch gemacht. Bin sowieso ein großer Freund, eigentlich direkt vom Live-Markt, aber der sind Erklärungen her geschuldet, geht es nicht anders, muss man halt so ein bisschen über Folien herleiten. Wir wechseln ja, wie gesagt, später nochmal in den richtigen Märkte, wo es zappelt. So, jetzt rechter Chart ist der Goldmarkt heute Morgen. Er ist runtergekommen, sehr stark gefallen gestern. Er hat sich über Nacht etwas korrigiert und fing heute Morgen wieder an zu fallen. Kurze Frage an die Zuschauer jetzt mal. Man sieht meine Maus, wenn ich jetzt hier klicke, richtig? Ja, Moment, das war ein Klick zu viel. Man sieht die Maus von mir? Ja, wunderbar. Also, wenn das Ding jetzt, das war der Zustand heute Morgen. Und die Kernfrage oben steht, wie sieht der Pro den Markt? Wie leitet der Händler die Kombination zwischen Großwetterlage und Signallage her? Und das wollen wir jetzt mal schauen. Denselben Markt, dieselbe Situation unter dem Blickwinkel eines 10-Minuten-Charts. Das heißt also, dieser Verlauf, den wir hier oben sehen auf der Stunde, den haben wir jetzt hier mal dargestellt. Das, was hier jetzt diese leicht gestrichelte Form ist, was Sie hier sehen, das soll der Trend auf der Stunde sein. Hier sind wir auf einem 10-Minuten-Chart. Sie sehen also diesen 10-Minuten-Chart, wie er halt hoch oder runter geht. Und jetzt hier zur Zeit der Aufnahme hat er einen wunderschönen Trend nach unten gemacht. Und dem einen oder anderen fällt es auch schon auf. Nochmal zur Erinnerung, was wir gesucht haben. Das war dieses, ich sage jetzt mal, ideale Bild. Das war diese Nummer hier. Wir möchten gerne
Also Trends haben, übergeordnete Trendgrößen, das wäre jetzt hier in dem Fall so die Stunde und untergeordnet soll es halt jetzt wieder losgehen. Jetzt gehe ich wieder zurück zu der anderen Folie. Da ist die. Und genau das ist das. Der Markt initiiert hier einen Trend auf der Stunde, gleichzeitig auch noch eine untergeordnete Trendgröße. Das Ding geht richtig massiv in die Knie. Sprich also, wir greifen hier so ein Stück weit auch die Sichtweise von jeder Händlerschaft ab, die auch in der Regel sind, Märkte durch ihr Handeln zu bewegen. Und heute Morgen fand ich das einfach so schön und habe gesagt, boah, das musst du mit reingreifen oder mit reinnehmen. Man sieht richtig, wie der Markt jetzt hier sich lang macht, in der Bewegung ist, über Nacht dann korrigiert. Diese Korrektur untergeordnet sieht man hier auch, wie der Markt sich hier so hochwackelt. Da ist dieses Hochwackeln. Wenn wir das jetzt also aufklappen, sehen wir diesen Trend nach oben. Und jetzt kommt das, was wir eigentlich suchen, dieser untergeordnete Trend zustande. Es geht also wieder in Richtung Downside. Anderes Beispiel, nächstes Beispiel. Fangen wir diesmal mit einem nackten Chart an. So sehe ich die Nummer heute Morgen in der Nasdaq. Händlerkollege von mir auch. Die Trades sind, wie gesagt, in der Gruppe gepostet. Das ist der Zustand der Nasdaq von heute Morgen, halb acht, bis irgendwie knapp 12 Uhr. Es gibt eine interne Gruppe, sei auch mal ganz kurz angesprochen, wo nur und ehemalige Coaching-Teilnehmer drin sind. Da findet auch eine tägliche Kommunikation statt. Da werden auch solche Trades zum Beispiel gepostet, im Vorfeld auch besprochen. Die Leute sind da relativ emanzipiert, was ihren Handel angeht, unterwegs und befruchten sich da auch unter meiner Obhut da auch noch gegenseitig. Und das ist eine relativ konstruktive Geschichte da irgendwie. Und die Nummer wurde heute Morgen auch da im Room besprochen. Und der Roman Lück, auch jemand, der hier in diesem Label mitarbeitet, auch ein selbstständiger Händler, der hat das Ding sehr schön gehandelt und jetzt mal Sie mitgenommen. So sieht der nackte Chart aus. Ich sehe jetzt im nächsten Bild mal den Markt mit der Trenderkennung, in dem Fall jetzt mit der kleinsten Trenderkennung. Ich bin auf einem 1-Minuten-Chart. Ich sehe also mich selber als 1-Minuten-Chart, wie der Markt halt dementsprechend da so hoch geht in Form eines Trends oder auch mal ein Gegensignal oder Trend auch kaputt macht oder auch wieder intakt ist und nach oben läuft. Ich bin aber auch in der Lage, den Markt eben nicht nur aus meinem Blickwinkel zu betrachten, sondern ich möchte ja, dass diese Trends sich möglichst lang machen, Punkte abwerfen. Ich bin im nächsten Schritt auch in der Lage, das muss man üben. Dazu braucht man jetzt nicht unbedingt einen Computer oder so eine Trenderkennung, aber das ist schon was Feines. Die übergeordnete Trendgröße zu sehen. Das heißt also, ich habe hier eine Großwetterlage, die ist mit Überschreiten des Hochpunkts intakt. Und man sieht richtig, wie der Markt so aus diesem, das Markt geht in die Bewegung, er geht runter in die Korrektur und unter aus der Korrektur gibt es dann hier so ein schönes Valid-Signal, das Ding geht dementsprechend sehr stark nach oben. Und was wir dann im Nachklang sehen, ist halt, dass der Markt diese kleinste Trendgröße hier wieder kaputt macht. Er korrigiert aus, baut hier wieder so einen Aufwärtstrend auf, der geht aber auch kaputt. Er korrigiert halt dementsprechend wieder diese Bewegung aus der Sicht der Großwetterlage weiter aus und geht halt weiter ein Stück weit runter in die Korrektur. Und es liegt natürlich auf der Hand, wenn sich jetzt hier aus dieser Korrektur heraus wieder so ein Signal bilden würde, dann Thema Wiedereinstieg müsste man sozusagen wieder da rein. Mit anderen Worten, nicht einfach draufdrücken, sondern die Kombination von Großwetterlage und Signallage macht das Salz in der Suppe aus. Hier nochmal so ein Bild von der Aktie, was der Händler eigentlich sucht, diese Korrekturen halt und dann untergeordnet diese Trends. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedenste Möglichkeiten, diese untergeordneten Trends zu handeln. Das kriegen wir jetzt jederzeit nicht mehr geschuldet. Ich bin schon 45 Minuten dran.
wollen ja auch nochmal gleich in den anderen Markt reingucken. Genau, das ist sozusagen hier dieses Bild, was wir suchen. Ja? Und wir sprechen immer von einer duplizierbaren Möglichkeit, Märkte zu handeln. Was ist damit gemeint? Es bringt ja nichts, einen Trade abzufeuern mit viel Lucky Punch und Glück. Und dann hat man sogar Geld verdient, aber man hat kein duplizierbares Schemata zur Hand. Ja? Und genau das versucht eben der professionelle Handel zu organisieren. Und zwar eine Möglichkeit, eine Handelsmöglichkeit, einen Handelsstil an den Tag zu legen, wo man eben ja, diese Duplizierbarkeit in Form von Trades aufbaut. Man muss, wie gesagt, nicht nur, das sei jetzt auch nochmal der fast Vollständigkeit erwähnt, nicht nur Handelsstile machen einen Händler aus, sondern auch Arbeitsstile. Wie gesagt, das ist leider auch ein eigenes Thema. Wenn man es hinkriegt, einen vernünftigen Arbeitsstil als auch Handelsstile zu kombinieren, derer da ja einige gibt, dann ist man da schon auf einem guten Weg. Gut. So, das wäre, wie gesagt, auch noch so ein schönes Beispiel für einen untergeordneten Trend, der sich sinnhaft einbettet in eine Großwetterlage. Hier auch nochmal so ein Setup, wo man sieht, okay, hier geht jetzt so die Reise wieder in die eigentliche Kernrichtung los. Und es gibt sicherlich auch mal Szenerien. Das bedeutet nicht, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir jetzt hier noch an der Stelle jetzt hier noch mal ganz kurz erwähnen. Das bedeutet nicht, dass nur weil hier unten ein Signal kommt und das auch mal ein bisschen läuft, dass es jetzt ohne kaputt zu gehen in einem immer durchläuft. Ja? Weil die Märkte machen uns das sicherlich nicht so einfach. Das wäre auch dann zu einfach. Ja? Also wer jetzt im Grunde genommen die Perfektion sucht, der ist im Börsenhandel grundsätzlich nicht richtig. Perfektion war und ist im Börsenhandel noch nie gefragt gewesen. Es gibt Situationen, da wird ein Markt mal über ein lokales Hoch oder ein lokales Tief jetzt gehandelt und macht halt irgendwie die Trend oder einen Trend halt auch mal kaputt. Lässt ihn aber auch wiederum vielleicht im Nachklang entstehen. Gut, so, jetzt will ich noch mal ganz kurz in den Live-Markt wechseln. Schauen wir mal generell jetzt hier rein. Was haben wir da? Gehen wir mal in den MQ rein. Wir haben jetzt 14:45 Uhr. In einer Dreiviertelstunde macht der US-Markt auf. Wie hat sich das heute Morgen dargestellt? Ich mache das jetzt mal hier an. Ich mache das jetzt mal etwas größer. So, das war ja der Ausschnitt, den wir heute Morgen hatten. Was hat sich jetzt hier in der Zwischenzeit ergeben? Der Markt ist runtergekommen, er ist hochgegangen und siehe da, er ist auch wieder runtergegangen. Das heißt also, er hat jetzt hier auch nicht nur so einen kleinsten Trend nach unten gemacht, der sich hier jetzt so reinspürt, sondern er hat jetzt auch so eine Drehung insgesamt gemacht. Sprich, ganz im Groben mal, ganz im Groben, die Nummer, die jetzt hier rauf ging, ging jetzt hier auch wieder runter. Einverstanden? Jetzt machen wir das mal weg. Machen wir hier mal so eine Trenderkennung an. Da geht das Ding jetzt hier wieder runter. Jetzt machen wir die nochmal wieder aus. Schauen uns mal einfach mal gemeinsam den einen oder anderen Markt an, wo man sehen kann, wo man sehr schön herleiten kann, wo was vielleicht geht. Schauen wir mal auf eine 10-Minuten-Nummer. Hier mal ein Gold rein. So. Was haben wir hier? Hier und jetzt. Wir haben einen Abwärtstrend im Gold. Der hält auch schon. Wir sind auf einem 10-Minuten-Chart. Ich sehe, sorry, ich muss hier mitnehmen. Ich bin auf einem 10-Minuten-Chart. Ich sehe, dass der Markt generell jetzt seit anderthalb, 2 Tagen Downside kommt. Wo war die Stelle, wo wirklich Druck da war? Wo waren die Gegebenheiten gegeben? Großwetterlage und Signallage miteinander zu kombinieren. Als allererstes schauen wir mal hier rein. Zack. Kleiner Blick. So.
Ich mache jetzt mal wahllos, schauen wir uns mal das Ding hier an. Das machen wir mal weg. Na, so, zack. So, also, gucken wir mal Gold hier, diese Stelle. Das machen wir noch mal ganz kurz aus. So, was habe ich jetzt hier? Erstmal der nackte Blick auf den Chart. Die Frage ist ja, wo haben wir Stellen, wo der Markt schnell wird? Wo wird der Markt, ich sag mal, druckvoll gehandelt? Das, wie gesagt, auf einem 10-Minuten-Chart. Ich gucke mir den Trend auf 10 Minuten an. Da zum Beispiel geht er sehr schön hoch, auch mit sehr viel Momentum. Hätte ich dieses Signal hier handeln dürfen? Fragezeichen. Also diese Signallage, hätte ich die handeln dürfen? Das beantwortet mir die Frage der Großwetterlage. Eindeutig ja. Das beides mal jetzt hier kombiniert. Ich habe also sowieso generell einen aufwärts gerichteten Markt, der in der Korrektur steht. Und jetzt hier wunderschön in die Bewegung reingeht und auch, man sieht es auch, was das Momentum angeht, was die Kerzen angeht, wie die geformt sind, schnell, sauber und zügig im Grunde genommen da so hochlaufen. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel gewesen. Gehen wir mal in CL rein. Gucken wir mal hier rein. Weg. Zack. Okay. Das ist der aktuelle Live-Markt. Wir machen mal beides zusammen an. Das ist die Großwetterlage. Wir haben hier so eine Art Gegensignal. Jetzt geht das Ding wieder runter, macht diesen Trend wieder intakt. Sei ganz kurz hingewiesen. Ich habe einen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend geht kurz kaputt. Und in dem Moment, wo das Ding wieder hier runter geht, sind wir wieder im Trend. Das war genau hier. Jetzt geht der Markt hoch in eine Korrektur und macht jetzt untergeordnet, da sieht man es, ein valides Signal. Und dann kommt hier der Short, da der Stop und jetzt rennt das Ding direkt durch. Okay? Anscheinend eine Stelle, an der wohl auch Marktteilnehmer das ähnlich sehen, den Markt jetzt dort zu verkaufen. Es gibt verschiedenste Herleitungen, warum sie den da verkaufen. Spekulativ orientiert macht es auf jeden Fall Sinn, dort ebenfalls mitzugehen. Und der Markt geht jetzt hier aus dem Stand mal knappe 40 Ticks weg. Nur mal so für den einen oder anderen, der das nicht weiß, um das in den richtigen Kontext zu setzen. 40 Ticks, also pro Tick sind es ungefähr $10 für oder gegen sie im Future. Das wären dann jetzt hier irgendwie roundabout mal nur, was die Bewegung angeht. $400. Wenn wir Glück haben, dann wird der Markt jetzt hier so ein Stück weit runter gehandelt. Und dann bildet sich halt also dieser Abwärtstrend weiter. Und dann, ja, wir können ja gleich nochmal reingucken, ob das passiert. Gucken wir nochmal in einen anderen Markt kurz rein. Achso, da kommt gerade eine Frage rein, die will ich kurz aufgreifen. Welche Trendgröße wird mehr Gewicht zugesprochen bei einer Kaufentscheidung? Die kleine oder die große? Immer hat die große Trendgröße das höchste Gewicht, muss man sagen. Ja, die stellt sozusagen das Maß der Dinge dar. Die große Trendgröße ist sozusagen das, wonach wir uns alle richten. Das muss man einfach sagen. Weil die große Trendgröße, die kleine sozusagen, also umso höher sie in Trendgrößen gehen, so muss man es mal formulieren, irgendwie, umso höher wird auch der Anteil derer, die hohe Volumina handeln. Das heißt also größere Trendgrößen gleich hohe Volumina. Das heißt nicht, dass jetzt hier irgendwie auf so einer kleinen Trendgröße nichts los ist. Im Gegenteil, da gibt es auch Leute, die, weiß nicht, 1.000 Kontrakte auf so einem kleinsten Trend handeln. Aber so richtig große Volumina werden auf den großen Trendgrößen gehandelt. Und das ist auch der Punkt. Ich möchte mit meiner kleinen Trendgröße dort ankommen, wo, das sieht man ja hier, erst recht die Musik abgeht. Da diese kleine Trendgröße möchte ich handeln und jetzt möchte ich boom, da durchknallen. Das sieht man hier auch sehr schön.
Und diese Leute, die hier diese Trendgröße handeln, sind auch die, die dafür sorgen, dass sich mein Trend, dieser kleinste, dann dementsprechend auch lang macht. Gucken wir mal in den, weiß nicht, 6b rein, einfach mal so. Schauen wir mal auf eine etwas größere Trendgröße. So, na, machen wir hier mal auf. Das ist jetzt hier auch so ein Beispiel. Wir haben also einen Abwärtstrend. Wir sind auf 10 Minuten. Das, was wir hier sehen, ist also der Verlauf größer der Stunde. Der Markt geht hoch in eine Korrektur. Jetzt ist die Frage schon beantwortet: Darf ich diesen kleinsten, also darf ich diesen kleinen Trend hier auf 10 Minuten handeln? Ja, und in dem Moment, wo die Trenderkennung hier auch dementsprechend das anzeigt, dass so ein Trend vorliegt, sinnhaft eingebettet in eine höhere Trendgröße, sieht man ja auch, was daraus geworden ist. Ne? Mit der richtigen Stop-Logik wäre man entweder unten direkt in die Bewegung raus oder hier halt durch das Gegensignal, weil wenn das hier ein Abwärtstrend ist, ist das hier auch logischerweise ein Aufwärtstrend, dann geht man auch raus, wenn man short ist. Genau, diese Situation ist auch jetzt nicht die allerschlechteste. Der Markt hat also wieder auskorrigiert, hier jetzt sogar auch in der Kernhandelszeit. Und wenn wir jetzt hier, ich mache mal den Stift in die Hand, diese Nummer jetzt hier runter handeln. Also wenn der Markt jetzt, nochmal, kleinen Augenblick, das war jetzt ein bisschen zu schnell, vielleicht auch zu klein, ich mache es mal etwas größer. Wenn der Markt jetzt, der geht jetzt hier runter, wir haben jetzt hier so einen Aufwärtstrend, den werden wir natürlich nicht handeln, weil wir haben keine Großwetterlage, geht der Markt jetzt runter, rauf, runter und macht einen Trend. Dieses Signal bettet sich wieder logischerweise sinnhaft in die Großwetterlage ein. Dann kann jetzt hier diese Nummer nach unten entstehen. Genau, so, ein kleiner Glück, zack. Genau. So, gut. Gucken wir mal in einen anderen Markt rein. Schauen wir mal vielleicht in 6e. Fangen wir mal hier an, das sieht auch ganz nett aus. Hier ist so ein, fangen wir mal nackt wieder an, ganz nackt. Es ist ein Trend, der hier runtergeht, definitiv. Auf 10 Minuten, das ist jetzt dieser kleine Trend, das ist ein Signal. Darf ich dieses Signal handeln? Ja, weil ich habe eine Großwetterlage im Rücken. Das Ganze sieht dann in der Kombination so aus. Schauen wir mal jetzt ins aktuelle Hier und Jetzt. Da geht es gerade runter. Und wieder rauf. Was die Großwetterlage angeht, wenn wir jetzt hier untergeordnet wieder was bekommen, sowas hier, dann könnte man das auch dementsprechend behandeln. Ich will also immer nur in diesen Bewegungsarm meiner übergeordneten Trendgröße, ich glaube, der eine oder andere hat es schon gemerkt, drin sein. Mit sowas will ich dann sowieso nichts zu tun haben. Wenn ich das hier in Kauf nehmen möchte, dann könnte ich auch direkt diese Trendgröße handeln. Dann müsste ich halt eine andere Kombination wählen. Genau, gucken wir mal in DAX rein. Was haben wir jetzt? Jetzt fängt es sogar an zu blinken. Was wir jetzt sehen, ist, also generell leiten wir das Ganze mal her. Nur mal ganz kurz zu diesem Blinken. Wenn die Gegebenheiten erfüllt sind, aus markttechnischer Sicht, dann sagen wir jetzt mal als Beispiel hier jetzt den Trend. Wir haben jetzt hier einen Trend. Das Ding kommt jetzt aus der Korrektur und wir haben jetzt untergeordnet hier. Man sieht es auch schon wieder. Trend, der hier in der Korrektur war und jetzt hier so hoch geht, dann macht das Add-on durch dieses Blinken halt auf diese Situation aufmerksam. Genau, der DAX hier, Aufwärtstrend in die Bewegung, auch wieder runter in die Korrektur und jetzt geht das Ding, hier gibt es das erste Signal, das geht kaputt und jetzt in dem, da gibt es das zweite Signal und jetzt rennt das Ding hoch. Wenn wir uns jetzt hier mal Punkte spannen, dann sind das hier auch mal ganz locker irgendwie, weiß nicht, 60, 70 Punkte, die der Markt hier hochläuft. Das ist jetzt eine Trendgröße auf 10 Minuten für das Signal. Mit einem überschaubaren Risiko wäre das jetzt hier ein 2 zu 1 locker gewesen. Kommt immer auf das Exit, auf die Exit-Strategie an. Vollkommen richtig. Gut, ich gucke noch mal in die Fragen rein.
Wir sind genau jetzt bei einer Stunde. Das wäre schon eine Punktlandung. Ich würde sagen, einen Markt machen wir noch. Können ja mal vielleicht mal schauen, was Gold ist nichts. Gehen wir mal in die kleineren rein, mal so ein bisschen Action zu sehen. So, da ist es. Das ist jetzt nochmal Öl, wie jetzt gerade. Da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen. Der Markt hat diesen Trend initiiert. Geht hoch, tief in die Korrektur. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir sind immer scharf auf Low-Risk-Trade. Ideale Möglichkeit, sowas zu shorten mit einem Stop unten drunter und dann geht der Markt direkt wieder auf die Downside. Short, genau. Gucken wir mal, was die NQ macht. Da ist gerade nichts zu holen. Da ist auch nichts zu holen. Okay. Da ist auch nichts so. Kein Problem. Wir sind sowieso jetzt so schwerpunktmäßig durch. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf die eine oder andere Frage ein. Ist der Ton wieder weg? Nee, Ton ist noch da, oder? Der war kurzzeitig mal weg, aber nur ein paar Sekunden. Okay, gut. Ton ist da, wunderbar. Dann kommt noch eine Frage rein. Kleinen Augenblick. Jetzt habe ich hier mit meinen Wurstfingern die Frage weggedrückt. So. Welche Trendgröße hat mehr Gewicht? Das hat man gerade schon gehabt. Welche Kosten entstehen für die heute gezeigte Software? Werden deine Kaufentscheidungen ausschließlich markttechnisch getroffen oder schaust du auch auf fundamentale Daten und die Gefühlslage? Also ich bin generell eher mehr so ein technisch orientierter Händler. Ich gucke, das ist jetzt wie gesagt hier ein Mäuseblick. Es gibt noch viele, viele andere Dinge mehr, die schon Beachtung finden müssen irgendwie. Und ich bin jetzt keiner, der, wenn er eine Aktie kauft, sich jetzt irgendwie die Unternehmenskennzahlen anschaut, sondern ich leite das tatsächlich rein aus dem Chart her und treffe da meine Entscheidung. Nichtsdestotrotz kriege ich natürlich die aktuelle generelle Stimmung mit, die A am Markt herrscht oder so, ich weiß nicht, jetzt so in der Wirtschaft oder sowas. Ja. Es ist so, wir machen das ja sowieso im nächsten Webinar gemeinsam zusammen. Wenn ich morgens hier den Rechner anmache, irgendwie, dann habe ich so ein bestimmtes Schema, was ich abfahre, unter anderem auch mir die Nachrichtenlage anzuschauen. Und diese Nachrichtenlage, ja, deckt das schon ganz gut ab. So, wie ist denn so die Stimmung am Markt? Und Lieber, macht der Markt raus. Ja, bitte. wenn ich dich mal unterbrechen darf, nach generell kam nichts mehr. Da war der Ton wieder weg. Okay. Vielleicht könntest du das nochmal wiederholen. Generell ist es so, ich wundere mich, dass der Ton nicht so gut funktioniert. Ich habe hier ein neues Mikro stehen. Aber gut, versuchen wir es nochmal. Generell ist es so, dass es. Ich verstehe alles. Hier sind keine Aussetzer. Okay, also bei mir läuft der Ton einwandfrei durch. Ich habe alles mitbekommen. Wunderbar. Okay, danke fürs Okay, Feedback. dann. Also es ist so, dass ich gesagt habe, dass ich für den einen oder anderen, falls da jetzt doch jemand ist, der es nicht ganz gehört hat, ich bin grundsätzlich eher mehr so der technisch orientierte Händler. Ich leite meine Kauf- und Verkaufsentscheidung eher mehr direkt aus dem Chart ab, aber ich mache morgens immer ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Schema, also Routine, die ich abfahre. Wir hatten jetzt 2 Wochen lang so einen internen Trading Room, morgens mit einer bestimmten Vorbereitung. Das kennen die Leute, die ich gecoacht habe. Da gibt es ganz bestimmte Dinge, die ich nachgucke und warum ich sie nachgucke. Und da greife ich halt auch irgendwo so ein Stück weit die Gefühlslage so des generellen Marktes ab. Ja? Und ich bin jetzt. Ich sage jetzt mal, was mein Anlagehorizont angeht. Das, was wir jetzt hier sehen, ist auch ein Minutenchart. Das ist eine kleine Trendgröße. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch im Rahmen der Markttechnik Möglichkeit, auf Tagesbasis zu handeln. Da bist du auch irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 Wochen drin. Vielleicht auch mal länger, vielleicht auch mal kürzer. Und da gucke ich dann schon so ein bisschen, irgendwie macht das jetzt hier Sinn. Aber es ist nicht so, dass ich
da dezidiert da irgendwie mir die Unternehmenskennzahlen reinziehe, dann wäre gar nicht möglich zeitlich. Ne? Genau. Genau. Würdest du kurzfristig den DAX und Dow auf der Short-Seite handeln? Da ich dazu neige, immer sehr viel zu sagen bei solchen Fragen, weil man kann bestimmte Fragen gar nicht so mit so einer Frage, also so kurz beantworten, weil jetzt müsste man sehr, sehr weit ausholen. Generell haben wir aufwärts gerichtete Märkte, just jetzt hier in dem Moment, auch wenn wir irgendwie einen Abverkauf kriegen sollten, mal irgendwie für 2, 3, 4, 500 Punkte, dann ist das generell kein Drama. Man muss sich einfach die Frage stellen, die mir gerade gestellt wurde, wärst du auch für kurzfristig auf der Short-Seite zu haben? Ja, schon, aber wir stehen generell, was die Märkte angeht, an All-Time-Highs. Guckt man sich den S&P an, guckt man sich den DAX an, kleinen Augenblick, was mal hier. Ich weiß gar nicht, wie ist es hier mit dem. Gucken wir mal ganz kurz rein. Nee, das ist ein langweiliger Markt. Gucken wir mal hier rein. Q. Ich werde jetzt hier nicht die Mega-Historie reinbekommen, aber sei jetzt mal so einigermaßen so hergeleitet. Man sieht, ich bin ganz aktiv unterwegs, es sei denn, ich bin im Urlaub, ansonsten geht da einiges ab. Fakt ist, nein, ich würde grundsätzlich immer mehr auf der Long-Seite, auch untergeordnet, versuchen zu handeln momentan, weil man sieht, selbst so ein Panikmodus, der wird relativ schnell wieder aufgefressen. Ja, irgendwie. Und wir befinden uns grundsätzlich immer noch in so einem Long-Charakter. Und gerade wenn ich jetzt mal hier so mir die Verortung hier angucke, das ist All-Time-High, wir sind wirklich nicht weit weg. Der Markt wird in kurzer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Hochs rausnehmen irgendwie. Und logischerweise macht sich das wo bemerkbar? Als allererstes auf den untergeordneten Zeiteinheiten, denn wenn die nicht hochgehen, geht es ja natürlich logischerweise auf dem Tageschart nicht hoch, es geht ja nicht anders. Und dann beißt man sich da unten auf den untergeordneten Zeiteinheiten die Zähne aus. Macht sich monetär als auch psychisch, ja, ich möchte sagen, leer. Und wenn es dann abgeht, und das ist die hohe Kunst, ich weiß, es ist ein lapidarer Satz, aber ich liebe ihn irgendwie, wenn es dann abgeht, ist man nicht dabei. Und professioneller Handel ist genau das, dabei sein, wenn es abgeht. Was ich damit meine, machen wir dann beim nächsten Mal, fangen wir damit an, weil das würde jetzt wiederum eine Riesenerklärung bedeuten. Genau, wie gesagt, professioneller Handel, dabei sein, wenn es abgeht. Doch, gibt es auch, Herr Seidel, gibt es auch für diese Software. Kommt die Tage raus, versprochen. Also das Add-on hier scheint viele Leute zu interessieren. Ja, ist eine coole Software, kann sehr viel. Trend visualisieren, man kann auch vollautomatisiert damit handeln, sei es jetzt nun den Trendhandel, das zieht das auch automatisch nach, die dementsprechenden Stop, egal auf welcher Trendgröße man unterwegs ist, nicht nur, dass es das visualisiert, ich kann, wie gesagt, die Stops automatisch nachtrailern, ich kann den Bewegungshandel machen, das ist wiederum komplett anderes Thema, auch der ist automatisiert hinterlegt, ich kann hier relativ viel und sehr schnell screenen. Und wie gesagt, für die von Ihnen angesprochene Software gibt es demnächst auch was. Gut. Kann man das Add-on auch über Ihre, kann man das nur über FX Flat beziehen oder nur über Ihre Seite? Nein. Man kann dieses Add-on. Ich stelle jetzt gleich mal einen Link rein. Einen Augenblick. Da ist dieser Link. Na. Kopieren.
Ich hoffe, dass das jetzt hier bei Ihnen ankommt. Da einfügen, bumm, senden, an alle senden. So, das müsste jetzt irgendwie an alle rausgegangen sein. In der Hoffnung, dass das jetzt auch alle gekriegt haben. Man kann das Add-on im Zuge einer Kontoeröffnung jetzt bei FX Flat 20% günstiger bekommen. Ansonsten können Sie auch mal im Shop von Agina Trader reinschauen. Da gibt es generell dieses Add-on und da können Sie auch so Informationen sich abgreifen. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, können Sie auch im Nachklang mal auf meiner Internetseite mir schreiben. E-Mail-Adresse haben Sie ja, najar@markttechniktrading.de, und dann kann ich Ihnen auch noch ein paar Fragen beantworten. Genau. Ja, gibt es MetaTrader bezüglich beziehungsweise StereoTrader, korrekt. Bei mir sind keine Tonaussetzer. Vielen Dank. Super. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Stunde, etwas über eine Stunde, sind wir dran. Das nächste Mal fangen wir da an, was ich gerade angesprochen habe, diese Screening-Prozesse für den Intraday-Handel. Was macht der Profi eigentlich so morgens, wenn er neben mit seiner Tasse Kaffee sich hier hinsetzt? Wie kommt er überhaupt dazu, den ein oder anderen Markt den ganzen Tag zu begleiten, weil er denkt, dort geht die Post ab? Das werden wir das nächste Mal herleiten, und ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. War ein super Webinar, vielen Dank. Auch ein großes Lob an FX Flat, selbstverständlich, das möchte ich auch geben. Bei den Jungs ist immer alles hervorragend organisiert. Das muss man sagen. Auch jetzt vor ein paar Tagen da auf dem Event, was ihr da organisiert habt, Stereo Trader Day, war ziemlich cool. Es wird, wie gesagt, da noch so einiges geben in Kürze. Es wird auch einen Room geben, einen richtigen Trading Room. Da kann man uns den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber sehr lange über die Schulter gucken. Live, direkt am Live-Markt, während wir die Trades organisieren und aufbauen. Aber dazu dann später, dann an anderer Stelle mehr. Gut, dann bin ich jetzt raus. Wünsche noch einen schönen Tag, und dann übergebe ich wieder, ja? Ja, danke, Oliver. Sehr gerne. Nur eine kurze Antwort auf die Frage von Metin, ob es eine Aufzeichnung gibt. Die wird, ich denke, morgen Nachmittag online sein auf unserer Homepage. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Zuhören. Dir, Oliver, auch vielen Dank für deine Ausführungen. Und ja, ich hoffe, wir sehen alle wieder am 24.10., wenn es um die Marktvorbereitung geht und das Screening der Märkte. Ich wünsche allen viel Erfolg beim Traden und noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.